Hispaniola die drittgrößte Insel der großen Antillen. Von Montego Bay im Norden reisen wir entlang der Küste bis nach Port Antonio. Eine Fahrt über die 2000 Meter hohen Blue Mountains bringt uns in die Hauptstadt Kingston. Von dort aus folgen wir der Südküste bis in den äußersten Westen nach Negril. Montego Bay ist für die meisten Urlauber die erste Station auf der Insel. Hier befindet sich ein internationaler Flughafen. Gehen zahlreiche Schiffe vor Anker. Mo Bay, wie es die Jamaikaner kurz nennen, war lange Zeit eine Bananen- und Zuckerstadt. Die Zuckerfabriken sind inzwischen geschlossen. Die Bananen finden in Port Antonio ihren Weg aufs Schiff. Seit 60 Jahren ist Tourismus die wichtigste Einnahmequelle der Stadt. Und dessen Auswirkungen sieht man überall auf dem Hipstrap. Souvenirs, Reggae-Banner und Handwerk aller Art. Die kleinen Läden am Straßenrand sind voll davon. Alles etwas teurer als anderswo und gerne mit einem Hauch von Disneyland. Doch es gibt auch das authentische Mo Bay. Wenige Kilometer vom Hipstrap entfernt, rund um den quirligen Sam Sharp Square. Out of many, one people, viele Kulturen, ein Volk. Dieses Motto beschreibt die Bevölkerung Jamaikas am besten. Wie alle früheren Kolonien blickt auch diese Insel auf eine wechselhafte und leidvolle Geschichte zurück. Nachdem die spanischen Kolonialherren die Ureinwohner, die Arawak-Indianer, fast komplett ausgerottet hatten, brachten sie schwarze Sklaven nach Jamaika. Mehr als 4 Millionen Menschen kamen in den Jahren der Sklaverei von Afrika auf die Insel. Der Sam Sharp Square im Zentrum von Mo Bay erinnert an den großen Sklavenaufstand im Jahre 1831. Unzählige Menschen ließen damals ihr Leben. Doch der Aufstand zwang die damals britischen Kolonialherren zum Umdenken. Das Ende der Sklaverei war eingeleitet. Ganz in der Nähe des geschichtsträchtigen Platzes erwartet uns eine exotische Mischung aus Farben und Gerüchen. Fremdartiges Obst und Gemüse, von dem wir häufig nicht einmal den Namen kennen. Viele Pflanzen stammen ursprünglich nicht von der Insel, sondern kamen mit den Kolonialherren aus allen Teilen der Welt. Nigel Johnson ist Kleinbauer aus dem Hinterland. Schon früh morgens kommt er auf die Wochenmärkte an der Nordküste, um dort Kalalu, eine Art Mangold, zu verkaufen. Kalalu ist bei den Jamaikanern überaus beliebt. Sie essen es sogar schon zum Frühstück. Genau wie die Nationalfrucht Aki. Diese Pflanze stammt eigentlich aus Westafrika und ist nicht ganz ungefährlich. Aus dieser Frucht hier machen wir unser Nationalgericht. Die Frucht heißt Aki. Und wenn sie so geschlossen ist, darf man sie nicht öffnen oder essen. Dann ist sie giftig. Man muss warten, bis sie offen ist, so wie die hier. Man entfernt den braunen Kern und das kleine rote Ding hier. Das ist nämlich giftig. Und dann kann man das Fruchtfleisch weiterverarbeiten. Zu Stockfisch mit Aki zum Beispiel. Dazu kocht man das Fruchtfleisch. Gibt etwas Pfeffer, Tomaten und Zwiebeln und andere Gewürze dazu. Und lässt es dann eine Weile ziehen. Es schmeckt ein bisschen so wie Rührei. Ein köstliches Essen. Wir essen Stockfisch und Aki schon zum Frühstück. Ein weiteres Traditionsgericht auf Jamaika ist Chirk. Was hier über dem Feuer brutzelt, ist nicht einfach nur gegrilltes Fleisch. Hähnchen und Schwein liegen 4 Stunden in einer scharfen Marinade, bevor sie weitere 4 Stunden über Pimentholz garen. Ursprünglich bereiteten entflohene Sklaven dieses Gericht in Erdmulden zu, um die Kolonialherren nicht durch Feuer auf sich aufmerksam zu machen. Heute gibt es Chirk überall auf der Insel in kleinen Buden am Straßenrand. Man bestellt einfach das gewünschte Fleisch und erhält sein Jerk in Alufolie verpackt auf einem Plastikteller. Diese preisgünstige Art zu essen ist vielleicht nicht unbedingt die stilvollste, dafür aber typisch jamaikanisch. So we have extracted a black seed
So richtig nah ran an den Alltag der Jamaikaner bringt das Meet the People-Programm. Gastfreundliche Jamaikaner öffnen ihre Häuser für Besuche und gewähren Einblicke in ihr Leben. Everybody, smile. Im Garten und dabei angeregt diskutiert über Sehenswürdigkeiten, kulturelle Unterschiede oder die neuesten Filme. Verona ist vom Meet the People-Programm überzeugt und hat durch diese Treffen schon Freunde in der ganzen Welt. Ich hatte mal Leute aus Amerika zu Gast und ich weiß nicht, was sie vorher gehört haben oder was man ihnen im Vorfeld erzählt hat. Aber als sie hier waren und zum Beispiel gesehen haben, dass ich einen Kühlschrank besitze oder einen Computer, waren sie völlig überrascht. So konnte ich wenigstens das Vorurteil aus der Welt schaffen, dass Jamaikaner immer an der Armutsgrenze oder sogar darunter leben. Das stimmt nämlich nicht. Es gibt auch hier Menschen, denen es ganz gut geht, die aber auch sehr hart arbeiten, um sich ihre Träume zu erfüllen. Ein Vorurteil bestätigt sich dann aber doch, dass Jamaikaner ausgelassen feiern. So entwickelt sich das Meet the People-Programm zu einer kleinen Spontanparty, bei der am Ende alle mitmachen. Everybody now. Die Duns River Falls in Otto Rios sind eine der Hauptattraktionen von Jamaika. 200 Meter tief stürzt der Duns River in vielen Kaskaden ins Meer hinab. Das Besondere daran, man kann in den kleinen Staubecken schwimmen und die Wasserfälle mit etwas Geschick auch zu Fuß erklimmen. Einheimische schaffen das mit einer grazilen Leichtigkeit. Die Besucher vom Festland tun sich da schon etwas schwer an die Menschenmassen. Je weiter wir nach Osten kommen, umso näher rücken die Ausläufer der Berge an die Küste. Die Ausblicke werden immer spektakulärer, das Umfeld ursprünglicher und... Dieses Horn gehörte einst zu einem ausgeklügelten Frühwarnsystem. So warnten sich entflohene Sklaven vor den herannahenden Briten. Im Hinterland hatten die Maroons, wie sie sich selber nannten, eine Art Guerilla aufgebaut. Fast 100 Jahre lang setzten sie den Engländern richtig zu. Das Ganze endete 1739 mit einem Friedensvertrag, in dem die Kolonialherren den Maroons eigenes Land und besondere Rechte zusprachen. Ihr Autonomiestatus hat sich bis heute gehalten. Die Maroons zahlen keine Steuern und haben ihre eigene Rechtsprechung, bei der es mitunter heftig zur Sache geht. Colonel Frank Lumsden ist das Oberhaupt in Charlestown. Vor 6 Jahren kam der gelernte Banker aus Chicago zurück, um in seinem Heimatdorf zu leben. Zurzeit sind wir in Verhandlungen, denn wir wollen den Lehrplan an unseren Schulen selber bestimmen. Wenn du in einer Maroon-Gemeinde lebst, musst du auch etwas über die Maroons wissen. Du musst ihre Kultur kennen. Selbst wenn wir hier eine staatliche Schule haben, ist es wichtig, dass wir Einfluss auf den Lehrplan haben, denn davon profitieren die Mitglieder unserer Gemeinde. Nur mit einer starken Identität ist man gegen Einflüsse von außen gefeit. Tatsächlich sind die afrikanischen Wurzeln Jamaikas nirgendwo besser erhalten als in den Siedlungen der Maroons. Selbst religiöse Ideen und Riten haben hier Jahrhunderte überdauert. Colonel Lumsden hat immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Dorfbewohner und bemüht sich vor allem darum, das Wissen der Ältesten zu überliefern. Über 2000 Meter erheben sich die Blue Mountains im Nordosten der Insel. Einst waren sie überall von dichtem Wald bedeckt.
Chaimaka. Land aus Holz und Wasser nannten die indianischen Ureinwohner ihre Heimat. Von den dichten Wäldern ist nach Jahrhunderten der Abrodung nicht mehr viel zu sehen. Vor allem die Südhänge der Blue Mountains sind heute von Kaffeeplantagen bedeckt. Aufgrund des Klimas und der Höhe wächst hier, zumindest nach Ansicht der Jamaikaner, die beste Kaffeesorte der Welt. Wir sind auf der Old Tavern Estate, einer Plantage auf 1300 Meter. Vor 40 Jahren kaufte sich das Ehepaar Twyman hier ein kleines Wochenendhaus mit einigen Kaffeepflanzen. Inzwischen ist das Ganze eine funktionierende Plantage mit mehreren Angestellten. Das einstige Wochenendhaus der Twymans schmiegt sich wie ein Adlerhorst in den Berg. Die Aussicht von hier oben ist einzigartig. Und die Arbeit im Berg hält die Hausherrin fit. Nach dem Tod ihres Mannes kümmert sich Dorothy gemeinsam mit ihrem Sohn um die Plantage. Das Rösten der Bohnen ist noch immer ihre Aufgabe. Bevor es aber soweit ist, wird in mühsamer Handarbeit die Spreu vom Weizen getrennt. Nur einwandfreie Bohnen kommen in die Weiterverarbeitung. Noch immer leidet die Old Tavern Estate unter den Auswirkungen, die der letzte große Hurrikan 2007 verursachte. Es wird noch eine Weile dauern, bis sie wieder dieselben Kaffeemengen produzieren können wie zuvor. Agriculture is always very uncertain. Landwirtschaft ist immer sehr unsicher. Und Landwirtschaft bedeutet harte Arbeit. Aber viele Menschen finden, dass sie für ihre Mühen belohnt werden. Sei es mit Gesundheit, sei es, dass sie ihre Tage an einem schönen Ort verbringen. Es gibt ganz unterschiedliche Dinge, die man aus dieser Arbeit ziehen kann. Wenn dann der Geruch von frisch gerösteten Bohnen durch die kleine Hütte der Twymans zieht, will man tatsächlich nirgendwo anders sein als genau hier. Den Champagner unter den koffeinhaltigen Getränken kann man nicht nur hier oben verkosten, sondern auch in einigen auserwählten Hotels und Restaurants. Das Strawberry Hills, nördlich von Irish Town und auf 1000 Metern Höhe gelegen, ist so ein Haus. Von hier oben hat man den vielleicht besten Blick auf die Hauptstadt Kingston. Während die unten in der Hitze schmort, herrschen hier oben noch angenehme Temperaturen um die 25 Grad. In den 70er Jahren kaufte Chris Blackwell, der Gründer von Island Records, das Anwesen in den Bergen. Es war die Zeit, als er Bob Marley und den Reggae richtig groß rausbrachte. Er nahm Missstände auf der Insel an und setzte sich für die Rechte der Unterdrückten ein. Auf Jamaika ist Bob Marley noch heute das große Idol. Seine Reggae-Musik ist so beliebt wie vor 30 Jahren. In der Hauptstadt Kingston lebt gut ein Drittel der Jamaikaner. Viele kommen aus dem Hinterland in die Millionenstadt, um Arbeit zu finden. Doch die Metropole kämpft mit ihren Schattenseiten, einer hohen Kriminalität und fehlenden Arbeitsplätzen, wachsenden Slums in den Randbezirken. Das alte Zentrum muss einst eine schöne Kolonialstadt gewesen sein. Heute ist davon nicht mehr viel zu sehen. Ein verheerendes Erdbeben im Jahre 1904 zerstörte den größten Teil von Downtown Kingston. Zwar baute man die Gebäude wieder auf, doch der einstige Charme ging für immer verloren. Heute gibt es nur noch wenige markante Bauwerke, die es zu besichtigen lohnt. Das Schönste befindet sich an der Waterloo Road, etwas außerhalb. Dieses prachtvolle Herrenhaus gehörte George Steeble, dem ersten schwarzen Millionär Jamaikas. Mittlerweile kümmert sich der Staat um das rundum renovierte Devon House.
Dahinter liegt ein kleiner Park mit Geschäften, dem besten Eisladen der Stadt und gemütlichen Bänken zum Entspannen. Wir verlassen Kingston auf der Hauptstraße in Richtung Westen und sind nach einer guten halben Stunde in der einstigen Hauptstadt der Insel, in Spanish Town. Zunächst von den Spaniern gegründet, fiel die Stadt 1655 an die Briten, die sie gründlich zerstörten. Die Gebäude heute stammen aus der britischen Ära. Hier verkündete der Gouverneur von Jamaika 1838 die Aufhebung der Sklaverei. Keine 30 Jahre später verlegten die Briten den Hauptstadtsitz von Spanish Town nach Kingston. Kurz hinter Spanish Town werden die Straßen enger und die Dörfer immer kleiner. Am Straßenrand kann man sich günstig mit Reiseproviant eindecken oder an kleinen Imbiständen jamaikanische Snacks probieren. Unser nächster Halt ist Black River. Um 1900 war hier ein geschäftiger Hafen. Man verschiffte Campeche-Holz. In Europa überaus begehrt für den Geigenbau. Heute ist der Mündungsbereich des Black River ein Naturschutzgebiet. Nicht nur wegen der zahlreichen Vögel, die im Schilf ihre Nistplätze haben, sondern weil hier die letzte Krokodilkolonie Jamaikas zu Hause ist. Anders als manche ihrer Artgenossen sind diese Krokodile nicht angriffslustig. Die Fischer aus Black River tauchen hier sogar nach Süßwasserfischen und lassen sich von den oft gewaltigen Tieren nicht davon abhalten. Hier auf Jamaika lebt die Gattung Crocodylus acutus oder amerikanisches Krokodil. Die sind nicht aggressiv wie die Krokodile in Afrika oder Australien. Ich ging einmal im Black River schwimmen, als sich einige Krokodile ins Wasser ließen. Ich schwamm flussabwärts, die Krokodile flussaufwärts. Wir haben uns gekreuzt und das war überhaupt kein Problem. Wir belassen es bei unserem ersten Besuch aber doch lieber nur beim Ansehen. Negril ist die letzte Station auf unserer Reise über die Insel. Ganz im äußersten Westen gelegen, war das einstige Fischerdorf lange Zeit völlig unbekannt. In den 60er Jahren kamen zunächst Hippies an die langen Sandstrände. Sie lebten bei den Fischerfamilien und schwärmten von dem einzigartigen Ort. Es dauerte nicht lange. Und Negril entwickelte sich zu einem beliebten Urlaubsziel. Der kleine Ort hat sich komplett auf Touristen eingestellt, auch wenn man sie im Zentrum eher selten den äußersten Westen von Jamaika. Die weniger touristische Seite von Negril befindet sich rund um den Leuchtturm. Mit etwas Glück hat man das türkisblaue Wasser in den kleinen felsigen Buchten ganz für sich alleine. Größere Hotelanlagen gibt es an diesem Ende der Stadt nicht. Nur einige kleine Pensionen und exklusive Boutique-Hotels. Was aussieht wie Morgengymnastik, ist der Auftakt zur allabendlichen Show in Rick's Café. Das Rick's gehört angeblich zu den 10 beliebtesten Bars der Welt. Hunderte von Touristen pilgern jeden Tag hierher. Angelockt nicht nur von guten Drinks, sondern von einem Spektakel, das auf der Insel seinesgleichen sucht. Hier wagen nicht nur einheimische Klippenspringer den Weg in die Tiefe, sondern auch abenteuerlustige Gäste, die mehr oder weniger elegant im Wasser landen. Wie es richtig geht, zeigen die Profis von der Gegend zum offenen Meer. Das Rick's ist der Platz auf Jamaika, um postkartenreife Sonnenuntergänge zu bewundern. Die Stimmung ist schon Stunden vorher ausgelassen gut. Man stimmt sich mit einem Sundowner an der Bar auf das bevorstehende Naturschauspiel ein.
Auch heute meint es der Wettergott gut mit den Gästen. Eine glutrote Sonne versinkt über dem Horizont in der Karibik. Nun beginnt in der Grill die Nacht. Und die bedeutet Party bis zum Morgengrauen. Im Seastar Inn treffen sich Einheimische und Touristen gleichermaßen. Heute geben Fernando und die Roots Vibration Band ihre Version von bekannten Reggae-Songs zum Besten. Der Sound ist relaxed, genau das Richtige, um am Tisch mitzuschwingen. Aber spätestens, wenn die ersten Trommelklänge ertönen, kommt Schwung in die Veranstaltung. Die Combo um Hotelbesitzerin Francine besinnt sich auf ihr afrikanisches Erbe und spielt rasante Rhythmen aus Äthiopien. Wie man die tänzerisch umsetzt, bleibt jedem frei überlassen. Und während Negril noch zum Klang afrikanischer Trommeln feiert, nehmen wir Abschied von der ganzen Vielfalt dieser Insel.